Egal, ob Sie als Zuschauerin oder Zuschauer nun die Eltern oder die Kinder sind. Wir bekommen es hin, dass die Bestandsimmobilien auf die Kinder steueroptimiert übertragen werden und dabei noch 7 Steuervorteile genutzt werden. Der erste Vorteil ist, wenn Sie Immobilien übertragen auf die Kinder, hat jedes der Kinder 10.000 Steuerfreibetrag mal 3 Kinder mal 20 Jahre im Optimalfall. Das sind 600.000 Euro. Außerdem können die Kinder noch einmal komplett neu steuerlich abschreiben. Wenn die Eltern die Stimmrechte behalten wollen, können die Eltern außerdem die Stimmrechte behalten. Außerdem haften die Kinder für nichts. Wir haben hier eine Haftungsbeschränkung, die wir etablieren können. All das ohne Erbschaftssteuer und ohne Schenkungssteuer. Sollten die Kinder hohe Steuersätze haben, dann bekommen wir es hin, dass über Zinsen die Kinder 45% Einkommensteuer sparen, obwohl die Gelder an die Eltern fließen und die Eltern dafür nur 25% Kapitalertragssteuer zahlen. All das strukturieren wir natürlich auch so, dass die Eltern finanziell abgesichert sind. Und das erkläre ich Ihnen jetzt mit einer perfekten Steuerstruktur in diesem Video. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Juhn und unsere Kanzlei berät Sie im nationalen und internationalen Unternehmenssteuerrecht. Und natürlich beraten wir auch die Unternehmer dahinter, die Privatpersonen und andere, die große Vermögen haben. Und jetzt haben wir hier einen Ehemann und eine Ehefrau, die Eltern. Im Beispiel sind die über 50 Jahre, können aber auch 60 und 70 Jahre alt sein. Und wir haben 3 Kinder. Und der Immobilienbestand der Eltern ist recht groß und den werden wir nun steueroptimiert übertragen. Und wir werden nun mehrere Gestaltungen geschickt kombinieren. Zuerst werden wir hingehen und eine Personengesellschaft gründen. Wir könnten eine GbR gründen. Daran sind die Kinder beteiligt. Jeder legt 1 Euro ein. Und vielleicht sind auch noch die Eltern mit einem nennenswerten Betrag beteiligt. Wenn jetzt jeder 1 Euro oder jeder 100 Euro einlegt, hat jeder am Ende des Tages 1/5. Aber die GbR, die ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts wert. Nun gehen wir im zweiten Schritt hin und verkaufen die Immobilien an diese GbR. Dann befinden sich die Immobilien hier unten. Und der Kaufpreis ist nicht sofort zur Zahlung fällig, sondern die Eltern geben ein sogenanntes Verkäuferdarlehen. Diese haben nun eine Forderung gegen die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Welche Vorteile entstehen und warum entstehen diese Vorteile? Punkt 1. Dadurch, dass hier die Gewinne nun anfallen, die Mietgewinne, werden die Kinder unter anderem mit jeweils 1/5 diese Gewinne versteuern. Jedes Kind hat aber einen Freibetrag von 10.000 Euro. Jetzt hängt es auf den perfekten Zeitpunkt ab. Wenn die Eltern noch deutlich jünger sind, wie 50 Jahre, gehen die Kinder vielleicht noch zur Schule und das oder wurden gerade erst geboren und haben dann pro Kind 10.000 Euro auf 20 Jahre gesehen. Das heißt, mal 3 Kinder, mal im Idealfall 20 Jahre, bis die Kinder das erste Geld verdienen oder sogar vielleicht noch länger, 25 Jahre. Wir reden also an dieser Stelle nun über 600.000 Euro, die zu den Kindern fließen können, über deren Beteiligung an der GbR und das komplett steuerfrei. Vorteil Nummer 1. Vorteil Nummer 2. Die Immobilien, die die Eltern vielleicht für 1 Million Euro gekauft haben, haben die Eltern abgeschrieben. Wenn der Wert nun auf 2,5 Millionen gestiegen ist, können die Kinder durch den Verkauf von diesem hohen Wert, wenn ich nun verkaufe, nochmal komplett neu von 2,5 Millionen abschreiben. Am Ende des Tages habe ich nicht nur 1 Million abgeschrieben, sondern zusätzlich nochmal 2,5 in der Summe, also 3,5 Millionen Euro, die ich abgeschrieben habe. Durch die erste Abschreibung spare ich 500.000 Euro Steuern bei einem Steuersatz von 50%. Durch die zweite Abschreibung nochmal 2,5 Millionen Euro. In der Summe spare ich dann 1,75 Millionen Euro Steuern durch die Abschreibung, 50% auf den AFA-Wert, dass ich am Ende des Tages über natürlich einen sehr langen Zeitraum, wir reden über fast 100 Jahre, aber über 100 Jahre habe ich 1,75 Millionen Euro Abschreibungsvorteil, Steuervorteil generiert, obwohl die Immobilie ursprünglich in der Familie nur mal 1 Million Euro Kaufpreis verursacht hat. Der dritte Vorteil ist, wir können die Struktur so gestalten, insbesondere über den Gesellschaftsvertrag der GbR, dass die Eltern einen überwiegenden Stimmrechtsanteil haben. Und die wichtigsten Entscheidungen, wer wird Mieter, welche Immobilie wird saniert oder welche wird verkauft oder welche neue Immobilie wird vielleicht auch gekauft, das im Zweifel auch komplett alleine entscheiden können. Das ist sehr häufig bei uns in der Beratung so, wenn wir sowas machen. Generell gilt, wenn solche Strukturen für Sie in Ihrer Familie interessant sind, dann rufen Sie bei uns an, weil wir sind die Kanzlei, die das schon seit Jahren bei YouTube mit über 500 Gestaltungsmodellen kostenlos Ihnen zur Verfügung stellt. Sie können davon ausgehen, bereits tausende Mandanten haben bei uns angerufen. Wir haben diese Mandanten erfolgreich zu genau solchen Strukturen beraten und wir beraten natürlich auch Sie sehr gerne. Deswegen blende ich Ihnen hier nun einmal unsere Kontaktdaten ein. Den nächsten Vorteil, den wir nutzen können, ist, dass die Eltern häufig wollen, dass die Kinder eine Haftungsbeschränkung haben. Das heißt, häufig wird hier keine GbR, sondern eine Kommanditgesellschaft etabliert. Die Kinder sind dann nur Kommanditisten.
Die haften nur mit ihrer Einlage von 1 Euro oder 100 Euro. Die Eltern sind die Komplementäre. Ich sage immer, der Komplementär, der haftet komplett. Das kann man sich gut merken. Und gleichzeitig sind die Eltern aber auch die Geschäftsführer und damit können damit auch mehr Stimmrechte wahrnehmen in der jetzt Kommanditgesellschaft, wenn man nicht die GbR wählen, und können damit deutlich mehr bestimmen. Die Immobilien sind jetzt zu 3/5 bei den Kindern positioniert, wirtschaftlich berechnet. Und durch die Übertragung von 3/5 auf die Kinder habe ich auch die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer deutlich reduziert, weil letztendlich habe ich verkauft und ich bin nicht hingegangen, habe verschenkt oder vererbt. Das ist der nächste große Vorteil, keine Erbschaftssteuer und keine Schenkungssteuer. Häufig fragen die Eltern, warum sollten wir denn nur noch mit 1/5 beteiligt sein? Kann man nicht mit 0%, also 0/5 beteiligt sein? Ja, das funktioniert auch. In dem Fall haben dann die Kinder 5/5, aber die Stimmrechte, die bleiben bei den Eltern. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass die Eltern mit beteiligt bleiben an dieser Struktur, weil immer nur dann, wenn du beteiligt bist, hast du auch die Stimmrechte. Der nächste Punkt ist, sollte es so sein, dass die Kinder einen sehr hohen Steuersatz haben, weil sie auch schon arbeiten, die Eltern aber den niedrigen oder einen anderen Steuersatz haben, dann erheben Sie doch bitte Zinsen für diese Struktur. Die Zinsen können Sie bei den Kindern mit einem hohen Steuersatz von bis zu 45% plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer abziehen, während die Eltern die Zinsen zwar versteuern müssen, aber hier gilt der Prozentsatz von 25%. Es sind ja Zinseinkünfte und Zinseinkünfte unterliegen nur der Kapitalertragssteuer von 25%. Und schon habe ich in der Differenz auf alle Zinsen, die jetzt gezahlt werden, wieder 20% Steuern gespart. Jetzt stellt sich die nächste Frage, wie kann man die Eltern denn durch diese Struktur finanziell absichern? Naja, am Ende des Tages wird in der GbR ein Mietgewinn übrig bleiben und dieser Mietgewinn, der kann oder muss nicht an die Kinder ausbezahlt werden, sondern der kann komplett zu 100% an die Eltern ausbezahlt werden, weil die Eltern ja noch eine Forderung haben. Diese Forderung muss zurückgezahlt werden und die Rückzahlung kann dann durch eben diese Liquiditätsüberschüsse aus der GbR erfolgen, sodass die Eltern an dieser Stelle auch steueroptimiert die Gelder rausziehen können aus dieser GbR und lebenslänglich abgesichert sind. In der Praxis gehen wir dann meistens hin und haben keine fixe Kaufpreisforderung, sondern machen eine lebenslange Rente, die wir an dieser Stelle vereinbaren, sodass die GbR lebenslang den Eltern, genauso lang wie die leben, die Rente überweist. Ob das dann gleich ist oder immer dem Überlebenden über Ehegatten dann noch prozentual ein bisschen mehr zugeschrieben wird, das kann man frei gestalten. Da gibt es die Vertragsfreiheit in Deutschland. Das ist alles möglich und das machen wir so, wie Sie es für sich und für Ihre Familie am besten halten. Wenn Sie diese Steuerstruktur nun auch in Ihrer Familie umsetzen wollen, beraten wir Sie sehr, sehr, sehr gerne. Anbei unsere Kontaktdaten, rufen Sie gerne an. Wir vereinbaren dann mit Ihnen einen ersten Beratungstermin, der kann persönlich in Köln oder Bonn stattfinden, aber sehr häufig findet er auch per Videokonferenz über Zoom statt. Wir schicken Ihnen dann den Link zu und dann beraten wir auch Ihre Familie bei dieser Umsetzung. Ich freue mich auf Ihren Anruf.